am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle. Die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. In der Früh und schaut beim Boxen zu. Weil wenn sie zwar in die Pappen hauen, stärkt es sein unterdrücktes Selbstvertrauen. Die Gesichter sind verschwollen und blutig rot. Genussvoll beißt er in sein Schnitzelbrot. Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu sein Bier. Wird ein Schiedsrichter verdroschen, steigen sie ihm ordentlich in die Goschen, gibt's eine Massenschlägerei. Er ist immer live dabei, weil mit sein Color TV sich da alles ganz genau. Weltcup-Abfahrtsläufe machen ihn ein bisserl müd, weil er ist abgebrüht. Wenn er dabei irgendwas erregt, dann nur, wenn's einen ordentlich zerlegt. Ein Sturz bei 120 km/h entlockt ihm ein erfreutes Hoppala. Und liegt dein Körper regungslos im Schnee, schmeckt das so richtig der Kaffee. Es lebe der Sport, der ist gesund und macht es fort.
wenn einer bei der Zwischenzeit sich zwanglos von einem Ski befreit und es ihn in die Landschaft steckt, dass jeder seine Ohren anlegt, wenn er es überleben tut, dann wird er nachher interviewt. Es wirkt da jede Sportart mit der Zeit ein bisschen öd, wenn es an Härte füllt. Autorennen sind da sehr gefragt, weil hier und da sich einer überschlagt. Gespannt mit einem Doppler sitzt man da und hofft auf einen gescheiten Busserat. Weil durch einen spektakulären Crash wird ein Grand Prix erst richtig fresh. Der ist gesund und macht uns fort. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Er ist beliebt bei alt und jung. Es lebe der Sport. Explodieren die Boliden, ist das Publikum zufrieden. Weil ein flammendes Inferno schaut man immer wieder gerne. Heiterkeit auf der Tribüne, das ist halt am Sport das Schöne. Der Tobi ist in der Früh und schaut beim Boxen zu. Weil wenn sie zwar in die Pappen hauen, stärkt es sein unterdrücktes Selbstvertrauen. Die Gesichter sind verschwollen und blutig rot. Genussvoll beißt er in sein Schnitzelbrot. Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu sein Bier. Wird ein Schiedsrichter verdroschen, steigen sie ihm ordentlich in die Goschen, gibt's eine Massenschlägerei. Er ist immer live dabei, weil mit sein Color TV sieht er alles ganz genau.